Pipeline-Archäologie, Ausgrabungen auf den Ferngastrassen in Mecklenburg-Vorpommern. So heißt die aktuelle Ausstellung im Jurizeum, die dort noch bis zum 4. November zu sehen ist. Mit insgesamt knapp 10.000 Funden belegt, dokumentiert die Ausstellung die Ergebnisse der 5-jährigen Ausgrabungen entlang der Trasse von Nord Stream 1. Ausgestellt sind etwa 240 archäologische Exponate aus der Steinzeit bis in das 20. Jahrhundert. Teilweise haben die archäologischen Grabungen zu völlig neuen Erkenntnissen in der Landesgeschichte geführt. So wurde das mit 5.500 Jahren älteste Haus in Mecklenburg-Vorpommern in der Nähe von Glasow entdeckt. Die Ausstellung präsentiert diese Ergebnisse anschaulich und ist auch für Schulklassen und Familien geeignet. Konzipiert wurde sie vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege. Sonnenfluten, Schattenburgen. Bis zum 25. November lädt eine neue Ausstellung in das Kunstmuseum Ahrenshoop ein. Dabei steht die gesamte Küstenregion vom Fischland Darß bis Usedom im Fokus. Ahrenshoop und die Ostseeküste erlangten nach dem Zweiten Weltkrieg abermals und unter neuen Vorzeichen Bedeutung als fiktiver Freiheitsraum. Werke von Künstlern, die über Jahre hier lebten, stehen neben solchen der sporadischen Malgäste. Darunter waren junge Maler, die wie die um Ulrich Knispel auf teils eklatante und konfliktreiche Weise die Kunstgeschichte der früheren DDR mitschrieben. Neben Werken der Berliner Schwarzen Periode um Harald Metzges und Manfred Böttcher zeugen Arbeiten von Malern der legendären Leipziger Schule für ein künstlerisches Reflektieren, das die Existenz im Kern berührt.